wurde, guck's gerade mal, 21 Mal eingewechselt. Jetzt der HSV mit der nächsten Möglichkeit. Tor! Tor! Ludovic Reis! Innenpfosten! Rein! Nimmt Dompi mit auf der linken Seite wieder, geht an Becker vorbei, jetzt die Flanke und da ist Glatzel, da ist das Kopfball, da ist das Tor! Tor! Bobby Glatzel macht es mit dem Kopf! Dachflanke von Dompi, 1:0! Ein Kopfball aus dem Lehrbuch! Weiter als den zweiten Pfosten. Jetzt kommt der Ball und dann das Tor! Tor von Moritz-Heyer! Mit dem Kopf! 2:0 für den HSV! Über sich rüber in den Lauf von Dompe. Jetzt nochmal die Möglichkeit. Benesch, guter Pass auf. Reis, der mit dem Haken nochmal in die Mitte gezogen. Schuss! Tor! Ludovic Reis macht es wieder! Der Niederländer mit dem 3:0. Gut abgewartet vom FIFA-Mann. Einer von 10. Das hat gesagt, jetzt Jatta. Franz mit die Windtor. Tor! Jatta auf Glatzel. 1:0 für den HSV. Jatta läuft das Ding fast alleine ins Tor. Und dann überlegt er sich, ach, da ist ja noch mein Freund, der Roman. Den Lauf von Karbovnik, der ein bisschen zu ambitioniert, sich den Ball zu weit vorlegt. Muheim ist wach, Kittel läuft tief, zurückgelegt, Kopfballmöglichkeit, Jatta, Tor! Tor! Bakary Jatta! Jetzt macht er's mit Kopf! Und da sind sie alle bei ihm an der Eckfahne! In der Hälfte von Hannover 96, Doppelpass kurz gespielt, Jatta steht so ein bisschen im Weg. Haier bringt den Ball rein! Tor! Eigentor! Eigentor von Hannover 96! Burner! Was ein Burner! Schöner Afterburner! Rasch jetzt Besuchstoff in die Mitte, aber rausgeköpft. Da sind sie dann wieder wach. Und dann Königsdörfer köpft über seinen Gegenspieler über Leopold. Nur noch Moroja vor sich, den Tunnel der Königsdörfer! Tor! Mit dem Tor wie Burkhard Palo. Er macht es hier in der Nachspielzeit. Ich dreh komplett durch.